Hallo Leute, heute zeige ich euch mal eine Lisu-Hochzeit. Das ist ein Stand hier in Thailand. Und bleibt dran, ihr solltet das auf keinen Fall verpassen, es wird spannend. So, die Vorbereitungen sind im Gang. Hier wird der Fisch fertig gemacht. So, haufenweise Salat hier. Hier haben wir schon ein bisschen klein geschnittenes Schweinefleisch, was jetzt gleich in diesen zwei großen Kesseln hier hinten frittiert wird. Hier sehen wir es schon, die erste Portion ist schon drin im heißen Öl. So, jetzt sind beide Kessel voll und es wird frittiert. So, wer jetzt nicht hingucken kann, spult lieber ein bisschen vor oder macht ganz aus, weil hier würde ich jetzt euch mal zeigen, wie man hier in Thailand ein Schwein schlachtet. Das ist natürlich nichts für schwache Nerven. Was hier auch immer dabei ist, sind diese wild lebenden Hunde hier überall in Thailand. Davon gibt es leider sehr viel. Und kann man hier auch sehen, die sind natürlich wieder als erstes mit dabei. Als erstes werden jetzt die Borsten abgeflammt, das macht man hier ganz einfach mit ein bisschen brennendem Stroh. Und das hier ist so ein Löffel, um die Borsten abzukratzen. So, das sieht man jetzt hier, wie hier wirklich die Borsten mit den einfachsten Mitteln eben abgeschrubbt werden. Nochmal ein bisschen nachflammen, sind nicht alle Borsten wohl getroffen worden hier. Und natürlich von beiden Seiten. Ne? Jetzt flammen sie das hier ab auf der anderen Seite von dem Schwein. Ja, hier sind die Borsten schon größtenteils runter. Und danach wird es nochmal mit richtig viel Flammen abgeflammt, um auch wirklich die letzten Borsten noch zu entfernen dabei. Wird schon halb gekocht oder gebraten. Hot. War wohl zu heiß. Ja, okay. Scheint wohl in Ordnung zu sein. So, danach wird es natürlich abgewaschen von dem Abflammen. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwarz geworden und das wird jetzt hier auch entfernt, damit das Schwein zur Weiterverarbeitung genießbar ist. Ne? So, Kopf abgetrennt. Ich meine, von hygienischen Sachen braucht man hier wahrscheinlich nicht so wirklich zu reden. Das ist hier auf dem Feld, vorher auf dem Feldweg. Mit Edelstahl, so wie bei uns. Edelstahl, Tische, Edelstahlwanne, dass das eben keimfrei ist oder hygienisch bleibt. Davon brauchen wir hier natürlich gar nicht erst anfangen. Das ist hier auf jeden Fall ein Fremdwort. So, wie man hier sehen kann, die Verarbeitung geht jetzt weiter. Es wird jetzt von unten her aufgeschnitten, also der Bauch wird aufgeschnitten, um dann eben auch gleich die Innereien rauszunehmen. Ne? Die Gedärme und so weiter, sämtliche Innereien, Herz, Leber. So, jetzt ist es schon größtenteils freigelegt. Die Innereien kommen schon zum Vorschein, die man jetzt entnehmen kann. Und derjenige hier rechts, der hat den Kopf von dem Schwein in so einer kleinen Schüssel und macht den hier eben sauber, weil auch der wird hier weiterverarbeitet, also es wird auch nichts weggeschmissen, ne, von dem ganzen Schwein. Im Übrigen, dass jetzt aus dem Schwein oder sowas hier auch Wurst hergestellt wird, so wie bei uns, ob das jetzt Wurst im Darm ist oder Wurst in Konserven, sowas kennen die Thailänder hier nicht. Also das wird überhaupt nicht gemacht. Das Schwein wird zwar komplett verwertet,
aber eben nicht als Wurst, sondern wirklich nur als, als Fleischstückchen. Auch die Fleischstücken sehen anders aus als bei uns. Also hier wird also seltenst ein Kotelett rausgeschnitten oder ein Schnitzelfleisch. Das ist hier auch größtenteils unbekannt. Das, was ich hier schon mal gesehen habe, ist eben Filet. Aber alles andere vom Schwein, Schnitzel, Kotelett, was ich eben gesagt habe, das habe ich hier in der Form noch nicht gesehen. So, hier wird jetzt rechts von dem Herrn überprüft, ob das Schwein irgendwelche Auffälligkeiten hat an der Lunge und an der Leber, ob es vielleicht krank ist oder irgendwelche anderen Sachen, auffälligen Sachen dabei zu erkennen sind. Sollte das der Fall sein, dann wird dieses Schwein eben nicht mehr gegessen. Also das, der Herr hier ersetzt sozusagen bei uns hier den Tierarzt, ne? Ja, das Schwein scheint also gesund zu sein. Der Herr hier hat nichts Auffälliges gefunden und deswegen geht das Schwein jetzt gleich zur Weiterverarbeitung und da gehen wir natürlich mit hinterher. Kurz nach dem Schlachten ist es schon hier jetzt bei den Frauen zur Weiterverarbeitung. So, ja. No, thank you. Thank you, thank you. No, thank you. Ah, no, I taste later. Now I'm full, okay? Yes, thank you. Yes. You make all the meat? Yeah. Uh-huh. So, ein paar Nudeln. So, der Fisch ist schon fertig. Diese Frauen hier machen jetzt einen Riesentopf mit Salat, oder besser gesagt zwei. Oder drei sogar, sehe ich hier. Und da kommt natürlich noch Karotte mit rein und ein paar Zwiebeln. Und dann wird das Ganze nochmal schön durchgemischt. Tomaten noch dazu. Und dann wird das Ganze auch nochmal scharf gemacht. Hier sieht man nochmal die scharfe Soße, die dann damit reinkommt. Die ist wirklich super scharf. Ja, hier sehen wir jetzt das Brautpaar. Die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Wegen den zwei wird natürlich der ganze Aufstand hier gemacht. Und es wird hier eine kleine Zeremonie gemacht. Alle Gäste kommen in diesen Raum und lassen Geld spenden. Und diese Geldspende wird dann natürlich dem Brautpaar übergeben. So, das war auch schon die Zeremonie und jetzt kann man erstmal zum Essen übergehen. Ja, nach dem Essen sieht es dann unter den Tischen so aus, also alles, was nicht mehr gebraucht wird oder leer ist, wird dann unter die Tische geworfen und dann eben später weggeräumt. Ist ja kein Problem. Viele Helfer aus dem Dorf sind auch dabei und die waschen jetzt hier gleich nach dem Essen auch die ganzen Sachen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal.